dieser Woche im Bundestag war ein wichtiges Thema die Gas- und die Strompreisbremse. Also zwei Gesetze, die erstmal gut klingen. Klar, für den Verbraucher ist es entlastend, aber man muss natürlich sehen, dass vorher die Regierung mit ihrer Politik dafür gesorgt hat, dass wir überhaupt diese Belastung haben. Wir könnten lächelnd dem Putin für wenig Geld das ganze Gas abkaufen, auch das Öl. Stattdessen müssen wir unbedingt sanktionieren. Lange Rede, kurzer Sinn, die Ampel versucht etwas zu korrigieren, was sie vorher selbst induziert hat, selbst verursacht hat. Und dazu kommt noch Folgendes, ja, sie wollen aus Atom und aus Kohlestrom aussteigen, aus der Energieerzeugung von beiden Sachen, die in den letzten Tagen, in den November- und Dezembertagen über 50% der Anteil an der Energieerzeugung hatten. Und das möchte ich erleben, wenn das ab 2023 bzw. später ab 2030 auch ohne Kohle funktionieren soll. Da abhängigen Energien, auch genannt erneuerbare Energien, die haben in diesen letzten Tagen gerade mal ungefähr 10% der Anteil an der Energieerzeugung gehabt. Also selbst wenn wir alles noch mal verdoppeln, doppelt so viele Windräder aufstellen, doppelt so viele Photovoltaikanlagen aufstellen, wir würden denn bei 20% ankommen. Und jetzt überlegt mal alle, ob wir das wirklich hinkriegen, mit 20% der Energie, die wir heute haben, wirklich durch so einen Winter mit minus 10 Grad zu kommen.